Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich möchte heute mit euch über Portaltage sprechen. Und bis vor kurzem wusste ich auch nicht, dass es Portaltage gibt und was es das überhaupt ist. Vielleicht hatte ich schon mal so irgendwo von Portalen und Energie und von Portaltagen bestimmt mal irgendwo gehört. Aber ich habe es nie aktiv für mich genutzt und ich habe es auch nie recherchiert. Und irgendwann habe ich dann durch Zufall eine Podcast-Folge dazu gehört. Und zwar habe ich auf Instagram von der Podcast-Folge gehört und das, was da gesagt wurde, das hat so einen Aha-Moment in mir ausgelöst. Ich habe immer wieder mal Momente, Tage, wo es einfach sehr schwer ist und ich nicht genau sagen kann, warum das so ist. Es ließ sich nicht auf den Zyklus zurückführen, nicht auf Dinge, die ich erlebt habe. Es war eigentlich an sich alles in Ordnung und trotzdem gab es diese schweren Tage. Und das hat sich dann für mich gelöst, als ich gemerkt habe, an diesen Tagen waren oder sind Portaltage. Und dann habe ich angefangen, mich über Portaltage zu informieren, was das ist und wie ich das für mich besser nutzen kann, um besser damit umzugehen. Und ich habe gestern Abend nochmal alle meine Recherchen für euch zusammengesammelt und zusammengepackt. Also vor mir steht auch mein Laptop, weil das so viel ist und ich das auch richtig sagen wollte. Und wir starten erstmal ganz allgemein damit, was eigentlich Portaltage sind. Die universelle Energie ist an diesen Tagen, an diesen Portaltagen sehr, sehr hoch und die Menschen reagieren ganz, ganz unterschiedlich auf diesen Einfluss. Und jeder Portaltag ist auch anders, so dass man vielleicht auch unterschiedlich an diesen Tagen reagiert. Also ich habe für mich auch gemerkt, dass ich auf einige Portaltage gar nicht reagiere oder sehr, sehr positiv reagiere, wogegen ich an anderen Portaltagen, wo es mir halt wirklich schlecht geht. Und man bewegt sich halt so im Laufe des Jahres durch diese Portaltage. Und es kann zum Beispiel sein, dass man sich an diesen Tagen sehr erschöpft fühlt, sehr emotional ist, leicht gereizt fühlt oder es muss nur jemand mit dem Finger schnipsen und man explodiert förmlich. Und es kann so scheinbar aus dem Nichts kommen, so wie das bei mir war. Und dann fragt man sich halt, warum man so reagiert. Und es ist halt deshalb, weil ein Portaltag ist und die Energien da sehr stark sind. Und obwohl diese Tage manchmal halt sehr herausfordernd sein können, kann man halt auch an diesen Tagen großartige Einsichten erlangen. Und ich finde, es ist immer auch eine gute Art zu wissen, okay, Portaltag, kann sein, dass ich heute zu strugglen habe, aber ich habe mittlerweile herausgefunden, wie ich besser damit umgehen kann. Und das ist auch wieder eine Art von Selbstfürsorge und dieses in sich selbst hineinhorchen. Was ist denn da? Warum ist das so? Und das auch auszuleben. Man kann Portaltage also als Tage betrachten, wo Dinge einfach hochkommen, die losgelassen werden wollen und die man dann auch loslassen darf. Und das ist nicht immer schön, der Loslassprozess ist nicht immer schön, aber es lohnt sich wirklich immer. Und an diesen Portaltagen kann man halt einige Rituale durchführen, die helfen können. Ich mache da auch ganz unterschiedliche Dinge und wirklich was, was auch nicht stark abweicht von meiner sonstigen Routine und sich wie immer gut in den Mama-Alltag integrieren lässt. Und Portaltage, das kommt aus dem Maya-Kalender, an denen, wie gesagt, die Schwingungen und die uns umgebenden Energien besonders hoch sind. Und das kommt daher, also an diesen Tagen sind die kosmischen Einflüsse halt für uns mehr spürbar. Und das kommt daher, dass die Tore zur unsichtbaren Welt, so beschreibt sie es am besten wahrscheinlich, geöffnet sind. Und die bringen uns eben Energien, an denen wir wachsen dürfen und an denen wir uns weiterentwickeln können. Und Portaltage können halt eben dazu führen, dass man sich so ein bisschen instabil fühlt oder halt sehr emotional. Man spürt an solchen Tagen vermehrt auch, dass vielleicht alte Probleme hochkommen,
weil das Karma eben nach oben drängt und kann das halt gar nicht so genau begründen, warum jetzt heute dieses Thema aufploppt, obwohl es doch eigentlich durch scheinbar nichts getriggert wurde. Es kann aber auch sein, dass sich das körperlich auswirkt, das hatte ich auch schon, eben mit Kopfschmerzen, mit Körperschmerzen, mit Müdigkeit. Und körperliche Krankheiten können einfach diese Symptome dann noch verstärken. Auch Aufstiegssymptome können zunehmen. Man fühlt sich zum Beispiel grundlos extrem ängstlich und nervös, ist sehr wachsam und man kennt einfach den Grund dafür nicht. Das war halt immer so mein Problem, das mag ich ja nicht. Ich ergründe gerne Dinge. Ja? Das ist auch Teil dieser Persönlichkeitsentwicklung, meine Trigger zu erkennen. Warum fühle ich das? Was möchte da losgelassen werden? Und manchmal war das einfach so schwer zu benennen. Deswegen ärgert euch nicht über die Portaltage. Ich bin auch froh, dass das nicht mein erster Impuls war. Bei mir war wirklich diese Dankbarkeit, jetzt zu wissen, warum es mir manchmal so geht. Und Portaltage sind tatsächlich besser, als sich das jetzt erstmal anhört. Also sei immer geduldig mit dir und auch mit anderen und ruh dich an diesen Tagen halt besonders aus, wenn es geht. Sei besonders achtsam mit dir. Schau, dass du an diesen Tagen halt wirklich diese grundlegenden Dinge gut tust. Guter Schlaf, genug trinken, gutes Essen. Also achte an Portaltagen einfach gut auf dich. Und Portaltage können dann halt auch so ein Anker sein, zu sein, okay, an den Tagen könnte es mir vermehrt schlecht gehen, also achte ich erst recht auf mich. Und das ist ja das, wo wir hinwollen, im Mama-Alltag immer mehr, immer besser auf uns zu achten. Und da können Portaltage ein Anreiz sein, ein Anker dafür sein. Also du kannst an, ich habe auch die Portaltage für den Juni jetzt mal rausgesucht, und dann kannst du an diesen Tagen halt wirklich auch mal darauf achten, dass du regelmäßig guckst, wie ist denn meine Energie gerade so? Wie fühle ich mich eigentlich? Und da auch drauf zu achten, an diesen Tagen immer mal wieder drauf zu gucken, dass man sich wieder erdet und sich einfach besser ausgleicht. Und Portalteil kann man ganz allgemein verstärkt nutzen für eben Meditationen, für Heilreisen. Wenn man jetzt in so Angebot geht mit anderen für Seelenreadings, für Channelings, für Rückführung, für Energiebehandlung, da ist das natürlich sehr, sehr gut, weil halt die Leute, die zum Beispiel diese Energieheilung auch ausführen, auch besser einen besseren Zugang zu den Energien haben, was dann natürlich dir auch mehr bringt. Was ich jetzt aber ganz konkret an Portaltagen mache, nicht immer, das ist auch immer ganz unterschiedlich, ne? Also wenn es mir gut geht, dann genieße ich das einfach und kultiviere das. Und an schwierigen Themen muss man dann halt, an schwierigen Tagen muss man dann halt gucken, was ist das Thema oder was macht es heute schwierig? Ist es mein Kopf, ist es mein Herz, ist es aber auch mein Körper, der halt einfach an diesen Tagen Ruhe braucht? Also es können so einfache Dinge sein, wie halt einfach an den Tagen mehr ruhen, also weniger tun, ein paar To-Dos streichen oder sich prinzipiell, wenn man die Portaltage schon kennt, da weniger To-Dos einplanen, um auch flexibler zu sein, also da sich einfach Ruhe zu gönnen. Freies Schreiben ist aber auch eine coole Sache. Einfach den Wecker auf 10 Minuten stellen und einfach mal schreiben, was da kommt. Das hilft auch ganz sehr, um zu erkennen, was ist denn eigentlich gerade mein Problem? Ne? Manchmal fühlt man sich einfach schlecht und kann gar nicht sagen, warum, was da eigentlich los ist. Und da hilft freies Schreiben sehr. Und freies Schreiben ist auch eine Überwindung und am Anfang auch komisch, weil da stehen dann erstmal so Sätze wie, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, das ist doch Blödsinn, das funktioniert doch nicht. Und wenn man erstmal diese Grenze überwunden hat, wenn man das Unterbewusste geöffnet hat, dann kommen die wirklich interessanten Dinge. Und sich dann nach den 10 Minuten nochmal durchzulesen, was man da geschrieben hat, ist super aufschlussreich. Und ich schreibe das so aus meinem Kopf raus. Also ich kann meinen Kopf leer schreiben. Das ist unglaublich hilfreich an so Tagen, wo dieses Gedankenkarussell einfach nicht aufhören möchte. Dann nutze ich an Portaltagen auch bestimmte Meditationen für Portaltage. Könnt ihr einfach auf YouTube eingeben, Meditation Portaltage 2021 von mir aus noch. Und dann sind es meistens Meditationen, die uns einfach öffnen für diese Energien, den Energien besseren Spielraum in uns geben. Das finde ich sehr hilfreich, das hilft mir sehr gut. Dann nutze ich auch an diesen Portaltagen heilende Frequenzen für Portaltage. Auch das gibt es alles auf YouTube. Einfach in der Nacht, ich höre ja immer heilende Frequenzen in der Nacht
Und da einfach während der Portaltage bestimmte dafür ausgerechnete. Und da geht es auch wieder darum, einfach um diese, um uns mehr zu öffnen für diese Energien, die da halt verstärkt auf uns einströmen, um damit besser klarzukommen. Und Portaltage eignen sich halt auch super, um sich mit seinen Chakren zu beschäftigen, also Chakra-Reinigung zu machen, überhaupt den Fokus wieder auf seine Chakren zu legen. Und ich habe, wie gesagt, mal die Portaltage im Juni rausgesucht. Es war am 5., also am Samstag war zum Beispiel ein Portaltag. Das habe ich auch sehr gemerkt, weil ich noch sehr schlapp war und habe mir an dem Tag wirklich absolut Ruhe gegönnt. Ich habe gelesen, ich habe einen Film geschaut, ich habe auf dem Balkon Musik gehört und habe erstmal ganz, ganz viel nichts getan. Der nächste Portaltag ist morgen am 8. Juni und dann kommen weitere Portaltage am 16., 21., 24. und 29. Und ich möchte dich einfach mal einladen an diesen Tagen, also morgen am 16., 21., 24. und 29. dir die einfach mal aufzuschreiben, irgendwie im Kalender zu markieren und mal darauf zu achten, ob du dich anders fühlst, wie du dich fühlst und ob du vielleicht eine der Dinge ausprobieren möchtest, die ich genannt habe, die ich an diesen Portaltagen sehr gerne tue. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Es war informativ. Es hat dir vielleicht auch diesen Aha-Moment beschert, so wie es bei mir damals war, als ich von Portaltagen erfahren habe. Wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt sehr, sehr gerne tun. Wie immer freue ich mich natürlich auch über eure Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, ob euch das weitergeholfen hat. Vielleicht kanntet ihr Portaltage schon, dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Vielleicht war es aber auch was Neues für euch, dann würde ich das auch sehr gerne wissen. Und wir sehen uns dann am Freitag wieder mit einem ASMR-Video. Bis dahin, tschüss!